Hack, hack, hack. Ich bin ein echt guter Hacker. Hacken macht Spaß. Das könnten die einen oder anderen vielleicht noch kennen. Wer es nicht kennt, das ist aus dem Spiel Pharao. Oder Kleopatra, eins von beiden. Auf jeden Fall, Kleopatra ist die Erweiterung von Pharao. Will ich auch irgendwann noch fertig machen, aber... Das Spiel ist halt so mega aufwendig auf der Schwierigkeit, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay... Mach mal lieber ein paar andere Spiele, die vielleicht nicht ganz so anstrengend sind, gerade zusätzlich noch. Ich finde, ich habe eigentlich mehr als genug zu tun. Ich würde so gerne einen Schleifstein aufstellen. Also ich habe genug Stress, würde ich damit sagen. Ich habe jetzt heute erst wieder die... Also in einem Monat geht es mit der nächsten Klassenarbeit. Ich habe jetzt noch einen Monat Zeit, in der ich meine Zwischenprüfungsvorbereitungsarbeit fertig machen kann. Und dann, sagen wir mal 3 Wochen, und dann geht es halt mit der ersten Klassenarbeit noch wieder los. Und... Ich habe die Themen gesehen und mir gedacht, Es geht, aber es sind halt Sachen, wo du dich wirklich massiv konzentrieren musst. Das ist ja auch, weil... Na, das sind Fehler nicht so toll. Vielleicht sollte ich einfach meine zweite Spitzhacke mitnehmen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Lineares und nicht-lineares Subnetting. Vor allem haben wir heute erst so richtig angefangen, das nicht-lineare. Nächste Woche ist Ferienzeit. Hat mich das Vieh gerade tot angegriffen? Wie könnte ich denn halt mit einmal zacken? Ey! Was war das für eine Nummer? Komm mal her. Zack, 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 was fällt dir ein? Miese Sau. Das Subnetting ist noch kein Problem für mich. Das war relativ einfach, aber beim Linearen, da wir es heute auch erst angefangen haben, ist es glaube ich noch okay, dass ich es noch nicht drauf habe. Das normale Subnetting ist kein Problem. Ach, es passiert auch nichts, wenn die im Feuer liegen. Das passt alles. Ganz ehrlich, die Suppe brauche ich jetzt auch aktuell nicht. Ich könnte... Warte mal, habe ich eigentlich... Ach ne, die Schaufel habe ich noch nicht geholt. Nimmt der eigentlich auch Brennholz? Müsste man glatt mal testen. Aber ich habe das Gefühl, fast Brennholz nimmt jeder. So, hier, sie sind schon auf 8 gesunken, okay. Ja, der nimmt auf jeden Fall das Zeug. Da kriegst halt nichts für. Okay, Kohle. Oh nein, Kohle ist noch weniger wert geworden. Okay. Warum ist der... Ach, der ist silberne Qualität. Okay. Ich frage mich, ob ich...
Aber was kann ich mit diesem Stahlmeißel machen? Kann ich mit dem Stahlmeißel Marmor verarbeiten? Wenn ich Marmor verarbeiten könnte, das wäre wahrscheinlich dann auch wieder sehr, sehr ertragreich, auch wenn ich damit sehr, sehr weit weg müsste. Aber da hinten könnte ich ja Marmor permanent holen. Ich glaube, da brauche ich bloß Holzkeile für. Rübenscheiben. Das sieht aber nicht so aus, als könnte ich hier Marmor rauspacken. Jetzt brauche ich eigentlich schon fast nicht mehr auf Kohle gehen, obwohl, wenn ich darüber nachdenke. Ist immer noch sehr lohnenswert. Ich meine, ich kriege echt wenig dafür. Aber das waren jetzt immer noch in kurzer Zeit 5 Silberstücke. Okay, ich weiß nicht, was ich mit dem scheiß Stahlmeißel jetzt anfangen kann. Mehr Eisen wäre nicht verkehrt. Ich hole jetzt einfach nochmal Kohle. Da kann er gar nichts gegen machen. Und wenn ich dann mit der... Und die Kohle... tauschen wir dann wieder ein. Dann haben wir wieder so um die 5 Silberlinge. Wenn ich das ein paar Mal mache, komme ich auch zu meinem Kram. Auch wenn du nur... Du kannst ja nicht weniger als eine Münze dafür kriegen. Das ist ja das Positive. Ich habe im Grunde kaum Einsatz. Also das Einzige, was ich verbrauche, ist ein bisschen Schleifstein. Und den hätte ich rein theoretisch nach zweimal Sammeln auch wieder drin. Vielleicht kann ich ihnen den kaputten Schleifstein auch noch verkaufen. Aber ich schätze mal, der hat dann auch weniger wert. Kann ich den Schleifstein mit einem anderen Schleifstein wieder einschleifen? Das wäre sehr lustig. So ein kleines bisschen Bug-Using. Das Einzige, was ich jetzt gerade wirklich verbrauche, sind die Karottenschnitzel. Und die haben eigentlich einen viel geringeren Wert als die Kohle, die ich hier rausziehe. Der Vorteil ist halt wirklich, ich ziehe haufenweise Kohle raus. Und da läuft es halt nicht über die Klasse, sondern da läuft es einfach nur massiv über die Masse des Produkts und mehr nicht. Und wenn ich jetzt zweimal Kohle hole, dann habe ich da auch richtig viel rausgekriegt. Könnten 10 Silbermünzen sein. Ich finde, das lohnt sich. Ich müsste zwar langsam echt mal weiterkommen, aber solange ich jetzt nicht die Glaubenspunkte habe, komme ich eh nicht weiter. Und ich muss gucken, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich den Glauben hole, auf jeden Fall den Schlüssel mache. Und ein bisschen mehr von den blauen Punkten wäre auch nicht schlecht, dann könnte ich vielleicht auch auf ein besseres Gebet mal kommen. Mehr Kohle. Ja, ist kaputt. Ja, 5 Silbermünzen. Wie kriege ich denn noch? Ich muss mal ein bisschen das Inventar leeren, bevor ich wieder herkomme. Und auf dem Rückweg nehme ich nach Möglichkeit noch ein paar. Meine Flügelchen. Om nom 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 nom.
Ganz am Anfang ist Kämpfen auch so eine Sache, aber mittlerweile habe ich halt so viel Energie zur Verfügung, da kann ich auch Angriffe spammen. Ein massiver Unterschied zu Stardew Valley. Möchte ich mal anmerken. Heute ist wieder der Alchemist da, aber der am Leuchtturm. Ein Schleifstein ist weg. Okay, den kann ich wahrscheinlich nicht mehr verkaufen. Die lassen wir mal noch hier. Jetzt sollte es auf jeden Fall passen. Also wenn das da nicht reicht, um ordentlich Knete zu machen, weiß ich auch nicht. Die Steine werde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil die Steine bringen auch gut Geld. Es ist einfach nur, dass ich auch die Spitzhacke zum Schluss wieder einsammeln kann. Das wäre nämlich echt ärgerlich, wenn das nicht geht. Und es wird morgen. Ein Glück kann diese Ader hier nicht erschöpfen. Das wäre dann wiederum richtig scheiße, wenn es heißt, okay, die Ader ist jetzt leer geschürft, du kannst erst an dem und dem Tag weitermachen. Also musst jetzt, was weiß ich, du hast 200 Kohle rausgezogen, das geht erst in 3 Tagen wieder. Das wäre dann wieder was ganz anderes. Ja, da geht noch was. Gute Schnellwahl. Vielleicht nehme ich auch einfach noch einen Baum mit. Ja, da geht. Das sollte ungefähr hinhauen. Okay, ich nehme keinen Baum mit. Und andererseits. Passt. Ich weiß eigentlich über dieses Spiel gar nicht so viel, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich weiß, wer es gemacht hat, aber über die Entstehung dieses Spiels. Meistens weiß ich wenigstens irgendwas, aber bei dem Spiel weiß ich echt gar nichts. Okay, es wird langsam echt ein bisschen nervig, wie viel Ausdauer ich verliere. Okay, was könnte ich noch verkaufen? Hiervon irgendwie will ich gar nichts verkaufen. Die Sachen will ich alle behalten.
Aha, ich bin den grünen Punkten ausgewichen. Schnell zum Schmied. Na, ein Glück habe ich morgen Homeoffice. Der nimmt nicht mehr. Warum? Ach so, mehr geht einfach nicht mit einmal zu handeln, ich verstehe. Minus 34 ist schwierig. Okay, reicht wahrscheinlich noch nicht. Nö, aber wir kommen der Sache näher. Okay, ich bin jetzt bei 17. Ist natürlich richtig prickelnd. Das normale Spitzhacken noch. Gucken, ob ich noch die Steine verkaufen kann. Hier müssten auf jeden Fall noch ein bisschen was bringen. Ja, die hat Milch immer noch im Angebot. Also die Preise normalisieren sich auf jeden Fall mit der Zeit. Das ist echt gut. Aber ich verkaufe halt so viel von einer Ware immer. Jetzt sind wir schon auf 20. Ich guck mal, ob ich noch die Rübenschnitzel loskrieg. Rübenscheibchen, Entschuldigung. Morgen will ich noch die Messe mitnehmen und dann wäre es wahrscheinlich gut. Immer noch 7. Yay, eine ganze Münze. Ich wette, damit kriege ich richtig viel. Ich müsste jetzt eigentlich echt Steine raus, Steine suchen. Ich müsste wieder auf Steine gehen ein bisschen. Damit ich einfach so viele Steine mit einmal verkaufen kann wieder. Der hat halt schon ein bisschen Geld da oben. Ich lasse den Schrott jetzt mal hier. Ehrlich gesagt, das Ding brauche ich auch gerade nicht. Dann gehe ich mal mit einer richtig fetten Ladung Steine einfach los. Was konnte ich hier eigentlich machen? Handwerk. Flusssand kriege ich aus irgendeinem Grund noch nicht. So, die Fledermäuse sind wahrscheinlich schon da. Es waren ja bloß die drei hier in dem Bereich. Okay, heute ist wieder Messetag. Wie ich das Kacke finde, wenn das direkt vor mir spawnt. Manchmal wird sich aber auch echt ärgern, habe ich das Gefühl. Nein, es
so gut klappen können jetzt. Ah, die guten Steine. Ich weiß, ich spiele das Spiel absolut falsch, aber so macht es mir am meisten Spaß. Einfach irgendwas tun. Ich frage mich immer noch, ob die Friedhöfe irgendwann voll, ob der Friedhof irgendwann voll ist. Müsste ja eigentlich so sein. Früher oder später muss der voll sein. Ich frage mich, ob ich jetzt noch das mit den grünen, Punkten hinkriege. Oder den roten Punkten. Doppelstein. Stein. Diesmal gehe ich gleich in die Messe, weil ich habe keinen Bock jetzt, es wieder zu verkacken. Es müsste jetzt ein Erfolg. Wenn es kein Erfolg wird, dann muss ich bis nächste Woche noch warten. Das wäre auch scheiße. Aber ich habe primär Glück gehabt. Kann ich hier eine bessere Predigt bei dir haben? Nach der Aufgabe fragen? Röstchen. Predigteinnahmen, ich glaube, okay. Okay, ich muss meine Kirche wahrscheinlich erst verbessern. Die Aufgabe fragen. Da du jetzt Geistlicher bist, solltest du an unseren Kirchenaktivitäten teilnehmen. Ich glaube, in der Nähe der Kathedrale eine ich habe in der Nähe der Kathedrale eine Suppenküche für die Armen eröffnet. Das hilft dabei, mein Image zu verbessern. Wenn der Pöbel hungrig ist, passt mein tadelloses Aussehen nicht ganz ins Bild. Haha. Deswegen brauche ich eine Menge billiger Schüsseln und du scheinst Leberplagerung vor deiner Kirche zu haben. Ach echt? Was? Wo hab ich? Mach mir ein paar Schüsseln und ich gebe dir einen Leitfaden für Geistliche. Der hilft dir mit ein paar Blablabla für den Anfang. Ich kaufe dir auch gerne Brot für die Suppenküche ab. Zum Kircheneinkaufspreis, versteht sich. Oh, jetzt darf ich das! Jetzt darf ich das. Ey, ich frage mich die ganze Zeit, warum ich den Scheiß nicht kriege. Ich musste seine Quest annehmen. Ja, ja, unsere Kirche ist toll. Toll. Okay, ich war zu schnell, hat sich verpackt. Ich scheiß auf Reichtum. Nee, wisst ihr was? Pack den Glauben schnell hier rein. Und dann gucke ich lieber nach den Ablagerungen. Wie sehen denn diese Ablagerungen aus?
Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das ist ein Stein. Das sind alles Steine. Ich weiß echt nicht, wie die aussehen. Ist das jetzt? Das müsste Sand sein, oder? Okay, kann ich. Ach, kann ich ja endlos graben. Das ist ja nett. Wenn ich schon mal da bin. Nicht genug Energie. Ja, einmal geht noch. Okay, jetzt muss ich gucken. Lehm. Sie ist vor der Kirche. Oder sind das die Lehm... Ach, ist das die vielleicht die Lehmgrube hier? Ah, ich dachte, das ist ein Bergwerk. Jetzt kann ich auch die Steinreparatursets machen. Kann ich bis zum nächsten Mal die Schüsseln machen? Ah, jetzt kann ich Steinreparatursets machen. Das mache ich jetzt auch. Dann kann ich nämlich meinen Friedhof wieder ver... Obwohl, das bringt mir jetzt gerade gar nichts mehr, aber... So ein bisschen mehr Lehm... Und der Typ kauft auch mein Brot. Warum nicht? Ja, das ging relativ gut. Mache ich die hier? Ah, ne, wahrscheinlich eher nicht hier. Hier wahrscheinlich auch nicht. Dann vermute ich einfach mal, dass es standardmäßig an irgendeiner normalen Werkbank. Jetzt könnte ich aber auch Glas herstellen. Ah, brauche ich Wasser, okay, aber ist kein Problem. Nicht mal Glas. Ah, hier ist die Eisenrüstung. Was bringt die? Steht nicht da. Eisen ist Lagerofen. Technologie. Schüsseln. Hier geht's wahrscheinlich auch nicht, oder? Wo mache ich Schüsseln? Er hat's wahrscheinlich gesagt und ich habe wieder nicht zugehört, wie so oft. Ach, ich find's raus. Bis zum nächsten Mal. Ein paar Steine. Ich könnte noch einmal Kohle holen.
Ich könnte jetzt auch die Reparatursets machen, tatsächlich. Ne, kann ich nicht, aber soll's. Ganz ehrlich, das muss weg. Das muss weg. Geschichte hat hier nichts zu suchen. Wisst ihr was? Speichern wir einfach noch kurz. Oh, ich habe gar nichts mehr zum Machen. Da könnte ich aber eigentlich bei den nächsten Sachen wieder anfangen. Werden wieder ein paar Sachen zu erledigen tatsächlich. Toast mit Zwiebeln. Kuchen könnte ich auch noch ein paar machen, aber die werde ich ja aktuell nicht los. Ich find's raus, bis zum nächsten Mal. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Graveyard Keeper für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.